Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Ich dachte jetzt, ich fange an mit dem Aufwachen in der neuen Jahreszeit, im neuen Jahr, aber es kommt hier plötzlich diese Meldung, Wissen ist Macht. Also die erste Entscheidung quasi, die man treffen muss. Ein fremder Mann kam in dein Dorf. Er behauptet, dass er viel über die Wildnis weiß und dir für ein paar Goldmünzen etwas beibringen kann. So, entweder wir lehnen es ab. Wir fragen zur Jagd, das heißt 500 Fertigkeitspunkte im Jagen, minus 1000 Münzen. Eine Frage des Überlebens, 500 Fertigkeitspunkte in Überleben und minus 1000 Münzen. Oder zeig ihm, dass du mehr weißt, plus 250 Münzen. Fertigkeitspunkte kann ich natürlich selber sehr gut farmen. Das dauert halt einfach ein bisschen, aber das können wir selber machen. Aber 1000 Münzen, da möchte ich nicht drauf verzichten. Deswegen würde ich sagen, zeig ihm, dass du mehr weißt mit 250 Münzen. So, F. Gut, der Mann ist verblüfft zu sehen, wie viel du weißt, und als eine Form der Anerkennung teilt er mit dir einige seiner Münzen. Okay, damit haben wir 250 Münzen mehr eingesteckt. War die erste Entscheidungsfrage. Super. So. Autosave, neue Quest, Steuern zahlen, ist klar, und warte auf weitere Ereignisse. Dann würde ich sagen, wir machen erst einmal hier unsere Inga und Strogobor, unserem Stroggi, ne? Machen wir erst einmal hier Feuerle. So, und dann stürmen wir natürlich raus in den Frühling, der hoffentlich nicht wieder so verregnet ist wie sonst. So, gehen wir doch einfach mal Steuern zahlen, würde ich sagen. Ich gucke aber erst einmal, wie viel müssen wir denn zahlen? 3640. Also ich kann es genau zahlen jetzt. Wahnsinn. Aber will ich noch nicht. Nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch überhaupt keine Lust. Ich habe angefangen, und zwar hier hinten. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe angefangen, mal anzureißen, eine Palisade, in der ich glaube, hier einen Durchgang gelassen habe, dass man zum Wasser eben kommt. Genau. Jetzt mal ganz kurz den Hammer in die Hand genommen. Jawohl. Also hier habe ich jetzt mal eine Palisade angerissen. Vom Haus abgehend. Leider kann man das nicht näher ransetzen. Das finde ich echt schade. So ein bisschen, wenn es reinglitschen würde, das wäre schon nicht schlecht. Und dann bis hier an diese Ecke. So, und da möchte ich dann natürlich auch noch einen Zaun anreißen. Das mache ich jetzt auch mal. Weitere Zäune, Palisade. So, ich kann die Palisade, wie gesagt, nicht ganz ransetzen ans Gebäude. Ich will es aber trotzdem so nah wie möglich machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach mal... Da ist der Weg, da ist das andere Haus, oder besser gesagt die Kneipe. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir gehen hier so ein kleines bisschen schräg vor. Ich vermute, dass der Stein verschwinden wird. Oder auch nicht, keine Ahnung. So. Und dann würde ich sagen, hier direkt nach dem Weg, ich muss erst einmal schauen, wie so einigermaßen, dass es vom Weg her gerade ist. Nicht zu weit rein. Vielleicht an die Stelle hier. Gucken wir mal, können wir das hier rüberziehen? An die Gaststätte im Grunde. Da wäre es, glaube ich, ganz gut. Das ist halt das Schöne, wenn man den Hammer dann in der Hand hat. Ja, warum nicht? Das ist doch ein schöner Eingangsbereich. In unser Dörfchen. Muss ich schon sagen. Gut, mal ganz kurz gucken. Wir brauchen pro Abschnitt 6-mal Rundholz. Ach du meine. Da braucht man natürlich viel, das ist klar. So, wie ich da hinten weitermache, weiß ich noch nicht. Weil wir werden ja mit Sicherheit noch das ein oder andere Gebäude bauen können. Jetzt gucke ich mal ganz kurz aufs Journal. Die Geschichte von Unigost. Da weiß ich halt noch nicht. Also irgendwas bahnt sich anscheinend an, aber es geht noch nicht weiter. Wir müssen jetzt erst einmal Steuern zahlen und wir müssen auf jeden Fall gucken. Neues Gebäude freigeschaltet, Haus. Okay, das wäre dann quasi das Haus Nummer 3, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Hier war das dann. Haus. Haus? Ich gehe mal davon aus, dass es das dritte Gebäude ist, ne? Haus. Gesamtgrenze der Gebäude 30 überschritten. Ja, das ist schon klar. Aber das müsste dann nochmal größer sein. Ich würde ja liebend gern.
Ich würde ja liebend gern ein Haus bauen, Leute umziehen lassen, das Haus, alte Haus dann quasi abreißen. Also so würde ich das gerne machen wollen. Da ich jetzt leider noch nicht weiß, was ihr geschrieben habt auf den Part, den ich ja im Grunde gerade eben hochgeladen habe für euch, also gestern, da ich nicht weiß, was ihr darauf geantwortet habt, wie ihr findet, wenn ich die Scheune abreiße, da ich da absolut keine Ahnung habe, würde ich sagen, ich reiße die Scheune ab. Und vorher tue ich natürlich erstmal die Sachen raus und ich werde natürlich meine Leute, die hier arbeiten, in die andere Scheune unterbringen. Also das müssten die jetzt eigentlich dann ohne Probleme machen können. Was baut ihr an? Weizen. Hier wird gedüngt. Und du bringst was aus? Hafer. Okay, das muss gepflügt werden. Das pflügst du gerade. Das ist schön. Das ist schön, den beim Arbeiten zuzusehen. Arbeitet, arbeitet. Schwupp. Jawohl. Mach dich krumm für mich. Das ist schön. So. Sense benötigt Roggen. Ah, das ist cool. Das heißt, sie können den Roggen ernten. Ich meine, die haben ja Zeit, ne? Das sind ja immerhin drei Drittel, die sie Zeit haben während der Jahreszeit. Das finde ich gut. So, was machst du da? Flachs. Jawohl. Flachs, die Flachs, die Flachs. Es wird ganz viel Flachs geben. Das ist schön. Mal ganz kurz hier rüberspringen. Machen sie da auch was? Bestimmt irgendwann, ne? Weil noch ist es ungepflügt, das ist klar. Oh, habe ich das denn jetzt alles eigentlich angegeben? Alles mit Flachs? Jawohl, alles mit Flachs. Das ist super. Super duper. So, ich meine, ich lasse das jetzt erst einmal noch so laufen. Ne? Das mit dem Umgestalten, das werde ich auf jeden Fall noch machen, aber halt nicht jetzt. Jetzt möchte ich ein bisschen was anderes machen. Jetzt möchte ich erst einmal schauen, dass wir die Leute rüberschieben in die andere Scheune. So. Beschädigt. Scheune beschädigt. Oh je. Jagdhütte beschädigt. Dann einmal ganz kurz gucken. Reparatur. Ui. Da ist natürlich ganz gut, wenn wir die dann wegmachen. Weil dann repariere ich die jetzt erst gar nicht, sondern reiße sie dann gleich ab und die Jagdhütte ist beschädigt. Jagdhütte? Wo bist du? Da bist du. Da brauchen wir Stroh. Stöcke hätte ich jetzt einstecken. Wenn jetzt irgendwas wandmäßig kaputt wäre, wäre super. Also wäre nicht super, aber wäre gut, weil Stöcke habe ich, wie gesagt, einstecken. Sogar über 130 Stück. Aber nee. Soll nicht sein. Dann gehen wir halt einmal hier rein. Da haben wir auf jeden Fall Stroh. Irgendwo. Da, Stroh. Nimm. Raus. Und dann machen wir erst einmal die Jagdhütte wieder reparieren. Das ist wichtig, weil nicht, dass die hier nichts mehr machen. So, aber ausmachen tut es anscheinend nichts, weil sonst täten die nämlich da drüben nicht arbeiten, ne? So, dann gucken wir mal rein. Nochmal hier auf die Gebäude bitte. Noch irgendwas beschädigt? Nein. Also nur halt die Scheune, ne? Das ist klar. So, wir hätten Agnes und Miestwin jeweils als Feldarbeiter. So, Arbeiter zuweisen. Agnes als Feldarbeiter. Jawohl. Arbeiter zuweisen. Miestwin als Feldarbeiter. So, dann hätten wir nämlich die drüben in der anderen Scheune. Das ist doch schon mal gut. Dann gehen wir einmal ganz kurz hier raus. Wir schauen nochmal rein. Dann dürfte die Scheune, jawohl, keine Arbeiter haben. Das ist schon mal gut. Und dann können wir die nämlich auch ohne Probleme abreißen. Also ich schaue natürlich erst einmal rein, ob hier noch irgendwas drin ist in der Kiste. Natürlich haben wir da was drin. Das nehmen wir natürlich, ups, alles raus. Und ich bin überladen, oder? Ja, das denke ich mir. Okay, warte mal. 117. Dann tun wir mal ganz kurz den Dunger
zumindest die Hälfte raus, würde ich sagen. Ja, es passt dann schon. Dann kann ich da einmal rübergehen. Nutze mal bitte die Pfeiltaste. Jawohl. Und schon haben sie sich eingelebt, so wie es sein soll. So, dann gehen wir einmal da drauf. Wir schieben den Dünger, den Hafer. Das Stroh tue ich jetzt auch hier rein und den Weizen tun wir hier rein. Das werden wir wahrscheinlich selber verballern dürfen. Das ist gut. So, Dünger. Einmal raus, bitte. So, und dann haben wir ja hier sonst nichts mehr. Von daher täte ich sagen, einmal bitte Zerstörungswut zerstören. Pflichtwand, Pflichtwand, Pflichtwand. Strohdächle, innen drin. Weg damit. Alles schön weg. Ja, irgendwann, ne? Muss es halt sein. Und zack. Scheune ist kaputt. Scheune ist kaputt. So. Yes. So, dann können wir. Irgendwo habe ich einen Kommentar gelesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das war Kira, die geschrieben hat, warum baust du eigentlich den Jäger nicht in den Wald rein? Das könnte ich natürlich tun, ne? Aber andererseits, der Jäger hat ja hier überall sein Zeug, ne? Im Grunde müsste das nicht sein. Aber was baue ich jetzt denn überhaupt? Also, Gebäude. Speichermäßig, das haben wir natürlich noch nicht ausgebaut, das ist klar. Wir brauchen auch kein Ressourcenlager. Das andere werde ich noch abreißen. Weil ich denke, dass die 2500 oder was das dann sind, immer noch genügend sind. Das Lebensmittellager 2, Moment, jetzt gucken wir da nochmal rein. Jawohl, Lebensmittellager 2 habe ich. Da würde ich eher warten auf das... Das ist bestimmt schon mal auf 41%. Ich glaube, das sollten wir mal rübergehen und das dann abreißen. Wenn ich rübergehe und die Steuern zahle, sollte ich das auf jeden Fall machen. Ich habe im Übrigen auch nochmal Holz reingelegt, weil ich mir dachte, jetzt habe ich es gerade, jetzt haue ich es gleich mal rein. Holzschuppen. Grabungsschuppen, Mine. Schauen nochmal drauf. Was können wir denn so alles bauen? Die Taverne 3 könnten wir zum Beispiel auch bauen. Aber ich habe die Taverne 2 halt dastehen. Ne? Das ist echt doof. Die Näherei 3 könnte ich bauen. Wäre auch in Ordnung. Eieiei. Jetzt muss ich mich gerade mal sortieren irgendwie. Schmiede, Näherei und Taverne. Die sind alle auf 2. Wenn, dann würde ich jetzt sagen, würde ich tatsächlich die Jagdhütte 2 bauen. Ich meine, die Jagdhütte habe ich ja... da war ich doch gerade zum Rebellieren. Die habe ich ja hier. Die Jagdhütten. Lass mich mal rein. Igor. Kannst du dich mal ein bisschen bewegen? Danke. Da wollte ich mal reingucken. Oh ja. Da wird gesammelt. Ich meine, gut, das ist jetzt halt nichts, ne? Eigentlich kann ich das auch rausnehmen. Aber er hat auch irgendwie eine Aufgabe für uns. Der Itzbohr. Schauen wir doch mal. Ich mache mal ganz kurz einen Schnellspeicher. Schauen wir mal, kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was gibt's Neues, Alvin? Ich bin dabei, auf die Jagd zu gehen, aber mir fehlt immer noch etwas Ausrüstung. Wirst du sie für mich besorgen? Der will bestimmt den Curve-Bogen. Natürlich. Zeit zum Jagen. Wir gehen einmal ganz kurz hier auf das Journal. Zeit zum Jagen. Liefern bis Isbor 12 Holzbolzen. Das ist alles? Einfach nur 12 Holzbolzen? Mal. Kann ich die nicht da herstellen? Ups. Da kann ich die wahrscheinlich nicht herstellen, ne? Eiserne Waffen, eiserne Werkzeuge. Entschuldigung. Bogenschießen. Eisenbolzen. Steinpfeile.
Langbogen? Bogen? Holzbolzen, oder? Nee, das ist es nicht. Hier dann Steinwerkzeuge. Wurfsteine. Ah, da. Nee, Steinpfeile. Hm? Hölzerne? Hölzerner Speer? Hacke? Ernsthaft jetzt? Wo stelle ich die Holzbolzen her? Ach, die kann ich in meinem... Die kann ich so herstellen, ne? Kann das sein? Nee, bleibt drauf. Crafting. Hölzerner Speer, einfach... Hölzerne Hacke. Steinaxt. Moment. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Zeit zum Jagen. Wir brauchen 12 Holzbolzen. Moment. Ich muss doch das irgendwie... Holzene Werk, Steinwerkzeuge. Lasst uns mal ganz kurz an die... An die Dingsen hier gehen. Holzbolzen. Der meint schon Steinbolzen, oder? Steinpfeil, Eisenbolzen. Die meint er auf jeden Fall nicht. Warte mal, weil die Eisenbolzen, die habe ich hier einstecken. Dann machen wir mal die Steinbolzen. Weil ich denke mal, dass er die meint, oder? Lass mich nochmal hingucken. Schwupp. Steinpfeile, Eisenbolzen. Hm? Oder ist es hier mit dabei? Nee, das sind die Körbe, das sind die Löffel, die Schüssel, das Rad. Stapel mit 50 Steinpfeilen. Okay, ich glaube, ich muss im, in der Jagdhütte das machen. Wohin läufst du schon wieder? Du läufst schon wieder wirr. Und irre. Oh, ehrlich wahr, ne? Der verläuft sich im eigenen Dorf. Keine Orientierung. Okay, hier. Steinpfeile, Eisenbolzen. Also irgendwas stimmt nicht. Wo bekomme ich bitte Holzbolzen her? Stehe ich jetzt so sehr auf dem Schlauch, dass ich nicht weiß, was ich da machen muss? Sensio, Eisen, Bauhammer, Spitzhacke, Eiserne. Eisenbolzen, Eisenpfeile. Anscheinend wirklich, ne? So, warte mal. Ich gehe mal hier rein, Management. Und zwar. Gebäude. Gehe ich jetzt mal auf. Okay, der Holzschuppen, der hat's nicht. Grabungsmine, Scheune, Hühnerstall, Gänsehaut, Jagdhütte. Gehen wir da mal drauf. Nein, die stellen das nicht her. Fischehütte auch nicht, weil ich glaube nicht, Entschuldigung, ich glaube nicht, dass die das hier machen. Nein, die machen das natürlich nicht. Die Schmiede. Steinpfeile. Eisenpfeile. Eisenbolzen, die habe ich aber. Eisenhacke, eiserner Spieß, Spitzhacke. Bogen, Langbogen, Knüppel, einfache Versteinaxt. Ich stehe jetzt da wirklich auf dem Schlauch. Steinbolzen, nee, Holzbolzen. Wo soll ich denn die bitte fertigen? Warum muss ich die kaufen? Ja, da wir das nicht haben, das sind ja nur Klamotten, ne? Muss ich die freischalten? Da habe ich alles gekauft. Noch nicht, aber der Stuhl. Holzschuppen. Mine. Haus ist nichts. Ressourcenlager auch nicht. Stein, also ich denke mal, dass der Steinbolzen will, oder?
Bergtütte? Vielleicht meint er Holzspeere? Kann das sein? Schweinestall? Knüppel? Lebewurf? Da ist nix. Hölzerne Stapel mit 10 Eisenbolzen. Ist ja eh schon komisch, dass es der Eisenbolzen hier schon bei dem hier ist, aber da hätte ich ja dann angezeigt, dass ich die schon einstecken habe. Das hier sind nur Klamotten und die Taschen. Taverne sind die Rezepte. Schmiede. Die hölzernen Becher. Stapel mit 50 Eisenpfeile. Also ich hoffe, ihr lacht mich jetzt da nicht aus, ne? Aber der will Holz bolzen. Eisenbolzen. Näherei sind wieder natürlich nur Klamotten. Und da Essen. Dann würde ich sagen, Entschuldigung, mache ich ihm einen Stapel mit 50 Steinpfeilen. Nee, Steinbolzen würde ich machen. Aber ich habe nur Eisenbolzen. Moment. Entschuldigung. Ui, sorry. Achso, ja, Eisen, das kann ich für dich holen, kein Thema. Das war jetzt halt eher unabsichtlich, dass ich die jetzt angequatscht habe. Mach mal die Fackel aus, weil ich schon wieder auf den Tasten verrutscht bin. Ich mache jetzt mal einen hölzernen Speer. Den mache ich jetzt mal. Holzbolzen. Habe ich da vielleicht zufällig einen hölzernen Speer drin? Steinpfeile wird er nicht meinen. Eisenpfeile wird er auch nicht meinen. Eisenbolzen habe ich einstecken. Brett. Ich nehme mal ein Rundholz raus. Nee. So blöd wie es ist, aber ich mache jetzt mal einen hölzernen Speer. Nein, auch nicht. Wo soll ich denn den bitte herkriegen? Sag mal. Ich muss etwas Ausrüstung für einen Jäger finden. Jetzt kann ich natürlich, es kann es natürlich sein, dass ich mal zum, wie heißt es jetzt, zu dem Jäger gehe. Das wäre jetzt vielleicht noch eine Möglichkeit, aber der hat meines Wissens nach auch keine Holzbolzen. Was braucht denn der? Ich könnte ihm, also hölzernen Speer braucht er jedenfalls nicht. Hölzerne Hacke wahrscheinlich auch nicht. Und wenn, dann habe ich ja nur Steinpfeile, die ich vielleicht noch machen kann. Dazu bräuchte ich Stöcke. Achso, habe ich da nicht noch so viel einstecken gehabt? Ist egal. Ich brauche Federn. Und zwar 50 mal an der Zahl. Nein, geht da raus. Geht da raus, geht da raus. Technologie, zack. Das sind Eisenbolzen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie rausbekomme. Ansonsten ist halt die Quest wieder im Eimer, ne? Da ist ein Stapel mit Eisenpfeilen. Taverne Schmiede. Eiserner Spieß. Eisenbolzen. Leute, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was und wo ich das herstellen kann oder soll. So, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Steine ich brauche. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hierher. Steinerner Spieß. So. Und zwar, Stöcke habe ich. Ich bräuchte noch 10-mal Stein. Das hätte ich es ja geahnt, ne? Habe ich da noch Stein drin? Jo. Und zufälligerweise 10.
So. Nein. Eisenbolzen möchte ich jetzt nicht herstellen. Stapel mit 50 Steinpfeilen. Na gut. Machen wir das mal. Mehr als falsch sein kann es ja nicht, ne? Was will denn der für Holzbolzen? Jetzt mal ganz ehrlich. Kann ich mit dir nochmal? Bogen, Bogen, Bogen. Eisenbolzen, Steinpfeile. Ich bin jetzt tatsächlich überfragt. Leute, sagt's mir bitte. Weil es ist nicht der hölzerne Speer. Die Eisenbolzen will er auch nicht. Eisenpfeil will er auch nicht. Steinpfeile auch nicht. Einmal, das tue ich mal in die andere Kiste wieder rein. Okay, nee, dann lasse ich das eben. Geh noch mal ganz kurz ins Ressourcenlager rein und dann haue ich nämlich die Sachen wieder weg. Liefern bis Isbur. Ich hoffe, ihr könnt mir das sagen. Ich tue jetzt mal den Dünger hier raus. Ich tue mal die Sachen hier raus. So. Die Stöcke behalte ich noch drin, weil ich möchte nämlich noch einen Zaun bauen. So, werkzeugtechnisch sollte ich die Spitzhacke irgendwo haben. Jawohl. Okay. Ja, dann kann ich dir jetzt auch nicht helfen, gerade im Moment. Ich habe keine Ahnung. Aber wir könnten zu uns ins Haus gehen. Da haben wir auf jeden Fall eine leckere Zwiebelsuppe. Wenn Stroggebor nicht alles weggefuttert hat. Jawohl. Nehmen wir mal eine 20. Zwei Stück raus. Inventar, Essen, Fleisch und Soße. Zweimal reingepfiffert. So. Einmal runter ans Wasser. Das ist ganz seltsam. Also, dann werden wir eben jetzt mal zur Mine hochlaufen. Habe ich hier noch jemanden mit einer Quest? Da vorne ist noch mal jemand. Manfred ist es nicht. Da vorne. Alaric ist es. Alaric. So. Kann ich dir bei etwas helfen? Hey junger Mann, wir brauchen deine Hilfe. Letzte Nacht war ein schrecklicher Sturm, der unser Haus zerstört hat. Kannst du mir bitte helfen, Ressourcen zu sammeln und das Haus wieder aufzubauen? Ich werde dich mit einer großen Belohnung vergüten. Okay, ich helfe. So, was will er? 32 Steine, 25 Rundhölzer und 15 mal Lehmbewurf. Alter. Ich hoffe, du sammelst wenigstens das Zeug hier ein. So. Das sollten wir. Naja, gut, wir werden es nicht komplett nehmen können. Lehmbewurf ist schon mal. Sollte da sein. Moment, gehen wir mal da rein. Ja, Lehmbewurf 15 Mal hat er gesagt. So, dann Steine. Oh, 32 Mal. Zack. Dann können wir das schon mal abgeben. Schauen wir mal, ob es mit Pfeilen schneller geht. Mann, Mann.
Was sind das für Pfeile oder was weiß ich? So, hier ist Material. Das besorge ich bald. Vielen Dank. Was kriege ich eigentlich von dem? 200 mal Gebäude, 30 mal Dynastie. Reputation. Nein, die 4 bitte, die Axt. Kann ich das mal einsammeln? Dann bekommt er eben noch 25 mal Rundholz. Naja, halt mal so ein paar kleine Quests machen, ne, im Grunde. Haust du bitte den... Danke. Ich hoffe nicht, dass da irgendeine Sau angerannt kommt. Da purzeln auch die Federn runter, ne? Federn immer aufsammeln eigentlich. Das hätte ich beim anderen Baum jetzt halt auch mal gucken sollen. Zack. Aber ich denke, ich kann mich auf jeden Fall auf euch verlassen. Ihr werdet mir bestimmt sagen, was es ist, was der braucht. Ja, ich fäll lieber hier. So, haben wir schon mal 8. Halt. 9 und 10. Dann kriegt er schon mal die ersten 10 Stück. Zack. So, dann wäre es gut. Nochmal 2x Ahorn. Mir ist das auch egal, ne? Weil das Zeug wächst ja wieder nach. Wenn, dann müsste ich mir irgendwo ein Stück suchen, wo ich holzen kann. Und aber auch ein Lager in der Nähe habe. 5x. Hier noch. Und nochmal eine Birke. Birkchen, Birkchen. Jetzt fällst du. Sondern noch 5 Stück. Na komm, achso, Ende des Dialogs, da. Jo, 5 Stück fehlen noch. Oh Mann, ich will halt die Quest schon schaffen, ne? Mit dem. Anderen Federn habe ich vergessen nachzugucken. Zack, Rundholz, Rundholz. Nochmal. Machen wir mal den Ahorn noch. Es gibt da nochmal 4 Stück, also dann haben wir es auf jeden Fall. Dann haben wir die Quest auf jeden Fall schon mal. Vielleicht müssen wir auch eine bestimmte Reputation erreichen. Vielleicht wisst ihr das, wegen dem nächsten Ding, was wir da machen können, müssen, tun. Also die nächste Quest. Liegt es vielleicht an den Reputationspunkten? Ich weiß es nicht. So. Gib mir dir mal die letzten Häuser. Die letzten Hölzer. So, Alaric, und hier, das sollten da die Materialien sein, die du wolltest. Ich danke dir, 30 Dynastie. Okay, ich danke vielmals. Ich werde einige der Bautechniken zeigen, die ich mir angeeignet habe. Okay. Gut. So, dann haben wir den Eisenmangel. Wir sollen 5x Eisen zu Gertruda bringen. Die können wir ja schnell aus der Kiste holen, das ist ja kein Thema. Noch mal ganz kurz die Sachen, was ich jetzt reinstecken habe, raus.
So, Federn, Rundholz, Stöcke, die nehme ich jetzt auch raus, ist egal. Der Wegerich, den Speer und sonst nichts. So, Eisen, 5-mal. Ich sollte das auch auswählen. So, 5 Eisen. Da vorne ist er. Bin ich gespannt auf die Sachen, die ich da herstellen soll. 20 Münzen, okay. Was habt ihr hier so drin? Vergammelter Fisch, vergammeltes Fleisch. So, und das ist 100% vergammelt. Aber auch was Verdorbenes. Fleisch, das hat auch nur noch 25%. Ich hoffe, ihr kocht auch gut. Ich meine, hier lungern eigentlich immer ein paar Leute rum. Na gut. Mal draufschauen. Ah, okay, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde vielleicht noch Beeren sammeln oder sowas, dass wir das verkaufen können. Dann können wir nämlich morgen zu Unigos gehen, können dem die Steuern geben, können das Lager abreißen. Dann hätten wir nämlich nochmal einen Bau, ein Baudingsbums. Und dann könnten wir uns mal ein weiteres Haus aufbauen. Vielleicht geht's hier, ich weiß es nicht. Und den Jäger werde ich vielleicht dann auch machen. Müssen wir mal schauen. Okay, jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal gerne einen Kommentar da, vielleicht auch in Bezug auf diese Quest. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.